Es geht weiter für gewöhnlich immer heiter zurück bei Marvel's Avengers. Wir sind auf der Suche nach Tony und dem Rest der Avengers. Also primär mal nach Tony, dank Jarvis. Aber irgendwie haben wir noch ein bisschen Probleme, weil wir brauchen einen neuralen Uplink, damit das Ganze funktioniert und so. Offenbar nicht nur Software, sondern vor allem Hardware, sprich eine Komponente, die wir erst einmal suchen müssen. Ich bin gespannt, wen wir auf dem Weg dahin noch so alles treffen werden. Aber erst einmal Quinchat starten. Die Frage ist bloß, wo zum Henker ist der überhaupt? Bestimmen Sie mit dem Einsatztisch das Ziel des Quinjets für Ihre nächste Mission. Die Koordinaten von Commander Hill führen zu einer abgelegenen Einrichtung in einer Tundra. Ich habe die Position auf Ihrem Einsatztisch markiert. Missionen, die für Ihre Ermittlungen gegen AIM wichtig sind, werden mit dem A der Avengers markiert. Ich hielt das für angemessen. Danke, Jarvis. Okay, momentan nur eine einzige Mission. Man sieht ja auch, Kampagne erst 9% abgeschlossen. Okay, geil. Also geil, ja, man denkt sich immer so, erst so weit, ich dachte, ich wäre schon ein bisschen weiter. Andererseits ist von dem her auch cool, wenn die Kampagne nicht schon irgendwie nach 2 Stunden vorbei ist. Das wäre ein bisschen schade gewesen. So, ja, dann macht es mal. Einige Missionen enthalten Gegner mit Spezialfähigkeiten und Modifikatoren. Sie sollten sich die Modifikatoren ansehen und ihre Ausstattung für die Mission darauf ausrichten. Die AIM-Truppen in dieser Region benutzen angeblich Kryo-Waffen. Legen Sie Kälteschutzausrüstung an, um Ihre Überlebenschancen zu verbessern. Wäre theoretisch ein guter Trick, wenn ich überhaupt eine Möglichkeit hätte, das zu beeinflussen. Also meine Schwierigkeit... Modifikation. Blizzard-Druck, ja, das hat man erwähnt. Einsatzzielmenü. Ja, da ist gut, aber ich meine, ich kann jetzt. Ich habe gar nichts gegen Kryo-Dinger. Man hat einfach Nordenstein ausgerüstet, ja, schön. So, ein bisschen mehr Power. Ja. Vielleicht irgendwo, wenn ich überhaupt etwas hätte. Also im Sinne von, das gibt einen Boost gegen Hitze, das gegen Kälte und so. Das wäre schon nicht schlimm, wenn das irgendwo hätte. Spezialisierung, aber gar keine Fähigkeitspunkte, ist ein bisschen doof mehr. Gar keine Punkte mehr, Punkte mehr, Punkte mehr. Sehr gut. Garantierte Belohnung ist eine Ausrüstung. Herausforderung 2, Schwierigkeit. Ja. Ich kann sogar Schwierigkeit noch wählen, was? Brutal. Ja, dann mal los, wa? Wusstest du etwa, dass er die ganze Zeit hier war? Ich hatte keine Ahnung. Wirklich. Aha. Du wolltest nur einen Ausflug in deinem Wohnwagen machen. Nein. 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 Neuer Held verfügbar. Hulk ist jetzt für Einsatz verfügbar und kann dem Helden im Kader ausgewählt werden. Okay, und wo genau geht das? Achso, Spieler einladen, okay. Held, Gefährte auswählen. Ja, ist natürlich klar. Ah, ja, da steht es ja schon, Miss Marvel. Kraft 8. Auch ein bisschen, bis er ausgewählt ist. Schwer interessiert ist er auch. Das Charaktermenü von Hulk. Bei ihm hätte ich einen Fähigkeitspunkt, den ich geben könnte.
Angst bloß vor, worauf? Eine Stufe 10 erforderlich, oh. Ist einiges noch. Gesperrt, schwerer Sprintangriff. Luftpowerangriff. Hit Block auf. Das könnte nicht schaden. Hat Ausweichangriff. Fernkampf Powerangriff. Das Trümmerstück zu werfen. Halt L und ein großes Trümmerstück. Echt, beide muss ich drücken. Der ist aber neu, oder? Na komm, wir nehmen den hier. Warte mal. Nochmal ganz kurz zurück. Gamma-Überladungsnaniten. Ja, da steht auch ein bisschen was. Da ist es mal klar. Ist jetzt interessant, die Dinger hier auszuwählen. War das erste Mal, ich glaube, die Dinger kann man zerlegen. Ausrüstungsvorteil hat das keine Stark Industries. Ja, Heldenweg auslöst. Leider kommen wir nicht davor, sagt Gamma-Schaden und setzen einen aggressiven Schub Gamma-Strahlung frei. Wäre natürlich auch cool für Bruce. Frage, lass ich den jetzt einfach mal und werde dafür den mal auflösen. Kann der auch weg. Genauso wie der hier, das sind ja die normalen. Sachkundige Abwehr. Ja, behalte den auch mal und schickt den auf die Bretter. So, was haben wir hier Schönes? Ein Achter. Wir haben hier einen Zehner. Windiger Buff. Windiger Buff, so. Ja, da freut sich der Brusi, der Halki. Entschuldigung. Busto. Busto. So, hier haben wir noch nichts Kluges, ich meine, klar, die beiden. Macht 3, Entschlossenheit 3. Bei Brusi kommt man ein bisschen mehr auf Macht. So, hier hat er allerdings nichts. Tja. Das Problem, das, was vorhin hieß, wegen der nächsten Mission, Kryowaffen, such dir was aus, um dich zu verteidigen. Denke ich mir halt, ja, wo zum Henker könnte ich das denn auswählen? Ich meine, es ist eine Ausrüstung, wo ich speziell wählen muss, wo dann auch steht, hey, Schutz gegen Kryowaffen. Oder ist es was anderes, was nicht unbedingt hier ist, aber vielleicht. Warte mal. Ganz ehrlich, mir ist Hulk, das ist mir irgendwie der Hulk zu wenig grün. Sieht doch total verbeult aus und so, sieht das schon irgendwie, keine Ahnung, was schon hinter sich. Dann machen wir das hier, weil Hulk muss grün sein. Alles andere ist irgendwie ein bisschen creepy. Dann haben wir das schon wieder. Müsste es, glaube ich, schon unter Ausrüstung sein. Wenn ich irgendwie was ausrüsten könnte, was mir gegen bestimmte Gegner oder Umweltbedingungen helfen könnte. Support-Heldenfähigkeit gibt es ja auch noch, da kann ich sowieso nichts wählen. Ja, erst ab Heldenstufe 10. Ja gut, dann geht es ja momentan hier nicht. Tartresor. Ja, aber auch noch, krass. Gut, aber auch nicht mehr viel. Rennt alles angelegt oder zerstört habe oder so. Egal. So, machen wir die aktuelle Mission, bin gespannt. Okay, Hulk, wir müssen dieses neurale Ablink finden. Vielleicht kann Mr. Stark weitere Aufnahmen von dem finden, was Cap zugestoßen ist. Zumindest hoffe ich das.
Alk stumm. Ja. Ich gebe dir Zugriff auf die Geheimfrequenz von S.H.I.E.L.D. Sie müsste dich zu dem Bunker führen. Moment, ich habe hier Störungen. Etwas da unten blockiert den Tracker. Finde heraus, was es ist. Okay. Behalte ihn im Auge, Kamala. Hat den Bunker nicht gefunden, ist aber selbst in dem Gebiet tätig. Bleibt von ihrem Radar weg. Commander Hill? Hallo? Der Funk ist ausgefallen. Jetzt liegt es an uns. Keine Sorge. Ich führe sie zu ihren Störsendern. Hulk wütend? Naja. Und links kann man vorankommen. Okay, da ist das hier. Die Störung muss hier irgendwo sein. Halte die Augen offen. Das habe ich gehört. Was war denn das? Da flog gerade was vorbei. Was ist denn eine Suchdrohne oder so? Egal. Jetzt kurz die Steuerung. Da ist ein AIM-Landungsschiff. Ah, da ist er. Hulk zerstören AIM, ja, soll er von mir aus. Mal gucken. Okay. Los geht's! Nö. Nix da, los geht's, nix da. Er geht doch hoch, Kamala. Ich muss näher ran, um ins System einzudringen. Hä? Was macht die da? Okay, wegen dem Baum kann sie nicht hoch, ganz schlecht. Okay, machen wir näher ran, wa? Ach so, da ist unsere. Gut, die Anlage hätten wir gefunden, das ist nicht so schwierig. Sie brauchen den Verursacher der Signalstörung, bevor Sie den Bunker suchen können. Entschuldigung, weitermachen. Avengers, sammeln. Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Jo, hab ich schon. Gut, Hulk, so geht's natürlich auch. Ressourcen. Ja, und los die, wa? Ich krieg das hin! Wir können natürlich einfach drauf losmarschieren, aber ich würde mich lieber ein bisschen anschleichen. Wenn Kamala da irgendwie hochkommen würde, Alter, friert die gar nicht? Ganz ruhig, Hulk. Ganz ruhig. Du kannst schon noch früh genug smashen. Ja, da unten sind alle. Hä? Was zum... Wie kommt man da hin? Ah. Ach du Scheiße. Ich will von AIM Gitzen hier.
Das kann man auch nicht friert. Toll, bin ich da wieder. In der Nähe Ihrer Position steht eine Truhe mit Spezialressourcen. Jo, danke Jarvis. Langsam haben wir auch speziellen Besuch. Depots sind befestigte Strukturen, die es in Wart-Zones gibt. Es ist meist mühsam, dort einzudringen, aber sie enthalten wertvolle Ausrüstung, Ressourcen und Sammelobjekte. Ich frag mich, was wohl in dem AIM-Gebäude ist. Falls es Sie interessiert, es gibt einen externen Sperrmechanismus zum Öffnen der Türen. Ja, einen Schalter oder so. Willst du dich mal umsehen, Hulk? Das ist wohl nein. Ich meine, hallo, Hulk, das ist Hulk zerstören. Nicht Hulk Türen aufmachen. Oder Schlüssel suchen oder sowas in der Art. AIM voraus! Kannst du vorbeischleichen? Dann nicht! Kannst du vorbeischleichen, Kamala? Dein Ernst? Böse Jungs! Hey, wo? Ich sehe keine. Da hinten, da sehe ich sie schon. Ist das halt wirklich da so weit dahin? Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Ja, ich weiß, aber komm nicht rein. Jetzt fängt die Party an. Oh oh. It's a party. Don't believe it's a party. Was ist los? Du bist ein Avenger? Miss Khan, das Shield-Signal wird von einem lokalen AIM-Sicherheitsknoten blockiert. Sie müssen mich in die Nähe bringen, damit ich die Störung beseitigen kann. Okay, dann mal hin zu diesem Knoten, Hulk. Jarvis muss sein Ding machen. Toll, bin ich da? Ich glaube nicht. Die Bösen werden nicht gewinnen. Get tschüss. Get tschüss. Also ich muss den Stützpunkt einnehmen? Ja, Kryo ist scheiße. Also, wir gingen da schon wieder mit dem. Ich arbeite an der Entstörung des Signals. Bleiben Sie einfach in der Nähe des Sicherheitsknotens. Ich weiß. Was? Wieso? Aber weil ich den verlassen habe, oder was? Also aus dem verlassen habe, bin ich ja runtergerutscht. Dabei wollte ich einen Zorn aktivieren.
Nicht einen Zorn, denn sie hat, sie hätte keinen Zorn, aber halt die Fähigkeit. Doof. Ernsthaft sind wir wieder hier, okay. Da vorne will ich hin, das stimmt soweit schon. Warte mal ganz kurz. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Warte mal, warte mal. Nochmal ganz kurz. Nochmal was checken. Ultimative Heldenfähigkeit auch in der Mitte. Nee, das eigentlich nicht. Aber Angriffsheldenfähigkeit, Supportheldenfähigkeit, Taktbewusstsein, ja. Auswählen ist eigentlich klar. Egal. Ich mache euch fertig. Die Störung muss hier irgendwo sein. Haltet die Augen offen. Das habe ich gehört. So, die Dinger platt machen. Ja, gut gemacht, Hulk. Okay, ja, er hat einen aktiv Posten. Okay, bin offenbar schon drauf. Du bist ein Avenger? Noch nicht, ich mache gerade die Aufnahmeprüfung. Das Signal wird von einem lokalen AIM-Sicherheitsknoten blockiert. Sie müssen mich in die Nähe bringen, damit ich die Störung beseitigen kann. Okay, dann mal hin zu diesem Knoten, Hulk. Jarvis muss sein Ding machen. Ah, so übernimmt man die, alles klar. Was ich noch nicht so ganz weiß, ist, wie kann ich unsere Prozentzahl erhöhen? Muss echt einfach nur, muss einfach nur hier draufstehen, wa? Okay. Ich komme voran. Halten Sie diese AIM-Truppen bitte vom Sicherheitsknoten fern. Einfach gesagt, das getan, aber versuch's. Ja, ich merk's. Okay, Leute, mir geht's nicht besonders.
Schauen wir es jetzt gleich. Ist nicht ganz so einfach. Das ist ja wohl. Wie viele hat's von euch noch? Man muss den Hulk kurz finden. Ja, ich merk's. Was ist eigentlich das da vorne? Meine Fähigkeiten spawnen nicht mehr so häufig wie auch schon. Ich sehe auch, dass geblockt wird. Das sehe ich alles. Das Signal müsste jetzt durchkommen. Laut und deutlich. Der Tracker wird sie zum Shield-Bunker führen. Dem Piepton folgt. Schon klar. Immer noch kein Kontakt zu Commander Hill, hm? Jetzt nur nicht nervös werden. Nichts wie raus aus der Kälte, Hulk. Moment. Wird dir kalt? Daten nach wie vor nicht eindeutig. Das ist doch doof. Diesen Shield-Bunker zu finden ist schwerer als gedacht. Ja, ich bin gerade auch ein bisschen überrascht, wie anspruchsvoll das doch ist. Ich würde noch immer auch Hulk als Ding aussuchen sollen als Partner. Also beziehungsweise nicht als Partner, er ist der Partner, aber alsjenige, mit dem ich hier fighte. Was piept hier noch so? Sind davon, dass der Part vorbei ist. Glaubst du, dass AIM den Shield-Bunker auch sucht? Sehr gut möglich, Miss Khan. Wenn ich halt bloß etwas wegen der Kälte hätte. Gleich momentan ausgerüstet und markiert für Ausrüstung. Namensschild angezeigt. Ja, gut, war bis jetzt eigentlich nie nötig, aber gut, versuch es halt mal. Ja, toll. Kampfwertungen. Ja, der Part ist auch wieder vorbei. Hä, Kampfwertungen. Ja, hier, schön, danke schön. Jetzt wollte ich sagen, ernsthaft. Heldenstatistik, okay. Hätte es lieber mal, dass ich hier anzeigen könnte, ja. Ressourcenanforderungen, nee, ist ungewöhnlich, aber ist der hier ja auch, also insofern. Eine Tapferkeit der Präzision haben wir aber schon. Busto. Investition in die Zukunft. Ja, danke schön. Da haben wir Macht. Dann nochmal Macht. Hauptsache mehr Macht, war.
Wenn die beiden weg, dann kann ich den nochmal ein bisschen boosten. Da haben wir so ein Billo, wenn du sagen will. So. Die Frage momentan bin ich eigentlich nur mit Kamala. Der unterwegs nach Boost, oder beziehungsweise den Hulk hat auch ein bisschen boosten. Nee, ich glaube, das könnte ein bisschen schwierig werden, wa? Okay, man merkt, muss wieder ein bisschen reinkommen und ein bisschen trainieren ins Ganze, das wird schon irgendwie funktionieren. Ich sage in dieser Hinsicht, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück in Marvel's Avengers. Dann hoffentlich wieder ein bisschen erfolgreicher. Auch mit Hulk und Co. und so. Unterstützung, Miss Khan? Nein, nein, wir kriegen das hin. Ich will's hoffen. Tschüss Hulk und bis zum nächsten Mal zurück bei Marvel's Avengers. Ciao zusammen.